Ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber doch sehr viele, die im katholischen Glauben fest verankert sind. Vor allen Dingen auch junge Menschen an den Universitäten, Notre Dame, Hillsdale College, die sehr engagiert sind, nicht nur äußerlich mitmachen, sondern im Glauben verankert sind an Gott, an Jesus Christus, der in der Inkarnation, in der Menschwerdung uns Menschen nahegekommen ist und der uns auch Orientierung gibt in unserem Leben, Weg, Wahrheit und Leben. Das ist ja die Selbstaussage Jesu Christi. Und in diesem Sinn bin ich eigentlich doch auch sehr erfreut und auch bestärkt in meinem Glauben wieder zurückgekommen. Es ist nicht überall alles so traurig, wie das manchmal bei uns in Europa der Fall ist. Ja, Christus hat den Aposteln den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkünden und die Gnade Gottes mitzuteilen in den sieben Sakramenten. Das ist ja die wesentliche Sendung der Kirche. Gewiss müssen wir uns bei einer Katastrophe auch auf die Umstände einstellen und Gefahren für das leibliche Leben, für die Gesundheit vermeiden. Das tun wir auch immer. Aber grundsätzlich den Zugang zu den Sakramenten zu verweigern, ist natürlich eine direkte Zuwiderhandlung gegenüber Christus. Und ich habe oft den Eindruck, wenn man die Kirche von ihren wichtigsten Vertretern her nur als eine menschliche Organisation ansieht, die menschlichen Trost verbreitet, menschliche Hilfe nur weitergibt, dann habe das ja auch letztlich im Glauben an Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, den universalen Erlöser aller Menschen. Die Kirche ist eben Sakrament des Heils der Welt in Jesus Christus und deshalb auch in Notsituationen, in früheren Zeiten der Pest, haben sich die guten Priester nie geweigert, sich auch selbst einer Gefahr auszusetzen, weil sie gesagt haben, das ewige Leben ist noch wichtiger als das zeitliche Leben. Das können wir ja in gewisser Weise vielleicht durch Überwindung von Krankheiten verlängern, aber die Sterblichkeit des Menschen können wir niemals aufheben und darauf ist ja die Antwort von Christus gegeben, der Sieger ist über die Sünde und den Tod und deshalb handeln Bischöfe, ja, man könnte sagen, gegen den Heiligen Geist, gegen besseres Wissen, gegen das Gewissen, gegen ihren Auftrag, wenn sie prinzipiell die Menschen von den Sakramenten fernhalten. Das ist ja auch das Sonntagsgebot. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst und tu dies zu meinem Gedächtnis, was wir ja dann am Sonntag feiern, die Heiligung des Sonntags durch die Eucharistie. Das ist ja unmittelbar Auftrag auch von Christus, dem Haupt der Kirche. Und deshalb kann ein Bischof nie sozusagen vom Sonntagsgebot dispensieren, sondern nur allgemein sagen, wenn die äußeren Umstände so schwerwiegend sind, dass man nicht teilnehmen kann, ist man von der Teilnahme entpflichtet, aber doch auch wieder verpflichtet, bei der nächsten Gelegenheit den Sonntagsgottesdienst nachzuholen. Betrifft alle gesunden Menschen, natürlich wenn man krank ist, kann man auch natürlich zu Hause bleiben und es ist dann auch sinnvoll, über eine Zoom-Konferenz oder über die Medien virtuell an der Eucharistiefeier teilzunehmen, aber das ist keine Gnadenwirksamkeit und Vermittlung ex operato durch den vollzogenen Gottesdienst, sondern nur im Sinne der Hilfe des persönlichen Glaubens, der helfenden Gnade. Das müsste eigentlich ein Bischof oder ein Priester eigentlich wissen, der in der Theologie, im Theologiestudium nicht geschlafen hat oder das sträflich wieder vergessen hat. Ja, das ist grundsätzlich schlimm,
wenn die Gesellschaft gespalten wird, ideologisch gespalten wird, so im Sinne der Klassenkampfrhetorik, der Klassenfeind oder der Andersdenkende, der muss vernichtet werden oder völlig außer Gefecht gesetzt werden. Gerade in Krisensituationen geht es darum, zusammenzustehen. Auch jetzt in dieser Situation auch auf die Fachleute zu hören, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Gefahren für Leib und Leben zu vermindern. Aber ich glaube, dass keiner, jetzt auch kein Politiker, sozusagen das gültige Rezept hat, mit dem man Corona als Krankheit überwinden kann. Wir haben ja ein gewisses Chaos, ein Durcheinander der Maßnahmen, einerseits geboren aus der mangelnden Kenntnis über die Wirksamkeit und die Gefährlichkeit dieses Virus, andererseits aber auch geboren aus dem Willen, die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten, einer totalen Kontrolle zu unterziehen, einen Überwachungsstaat zu etablieren, wie ja die Vertreter von Big Set Reset jetzt auch selber gesagt haben, der Klaus Schwab, Corona ist eine Chance. Viele Menschen sterben, sind krank, sind schwer eingeschränkt in ihrem Leben. Die Wirtschaft wird schwer beschädigt, die Kinder können nicht in die Schule gehen, was dramatische Langzeitschäden für ihre Seele und für ihren Geist zur Folge haben wird. Und dann gibt es Leute, die auf ihrem Thron ihres Reichtums sitzen und von all diesen alltäglichen Schwierigkeiten nicht berührt werden, die dann groß verkünden, das ist eine Chance, jetzt um ihre Agenda durchzusetzen. Das ist eine Agenda, die ja auf einer Hochstapelei beruht, nämlich die Meinung, wir könnten jetzt mit Hilfe der modernen Technik oder des Kommunikationswesens eine neue Schöpfung hervorbringen, einen neuen Menschen erschaffen, aber eben nach ihrem Bild und Gleichnis. Ich möchte eigentlich nicht geschaffen und erlöst werden nach dem Bild und Gleichnis von Klaus Schwab oder Bill Gates oder Soros und all diesen Leuten, die viel Geld kumuliert haben, aber andere zum Sparen aufrufen, zu einem bescheidenen Leben, die nach Glasgow mit Privatjets sausen und dann den Rest der Menschheit, der Masse, wie sie sich ja ausdrücken, nun die großen Sparmaßnahmen und Einschränkungen auferlegen. Das hat eigentlich auch politisch gesehen mit einer Demokratie nichts mehr zu tun, wo jeder Mensch eben auch gleichberechtigt ist. Und das ist ja das alte Schema, dass man die Menschen einteilt in eine kleine Elite, selbsternannte Elite der Besitzenden, der Befehlenden, der Herrschenden, der Privilegierten und die große Masse, die einfach nur zu gehorchen hat und die bei jeder eigenen Regung eines eigenen Denkens hart bestraft wird mit und bedroht wird mit völlig unverhältnismäßigen Geldstrafen und sogar Gefängnisstrafen. Ich glaube, vielleicht in einer äußersten Notlage, wenn auch die ganzen Konsequenzen überschaubar sind, kann ethisch gesehen die öffentliche Autorität, also der Staat, vielleicht auch eine Impfpflicht einführen. Das haben wir auch gemacht, Pockenimpfung und so weiter, wo eben aber auch klar war, dass es keine unüberschaubaren Nebenwirkungen und Nachwirkungen geben kann. Aber in dieser Situation sind wir ja nicht, sondern es ist ja alles unklar. Die Politiker haben selbst ein ungeheures Chaos, sowohl in der Information wie auch in ihren Maßnahmen hervorgerufen. Alle Versprechungen, die sie gegeben haben, sind nicht eingetroffen. Sie entschuldigen sich damit, dass man das damals nicht voraussehen konnte.
Aber wenn man etwas nicht voraussehen kann, soll man eben auch keine Versprechungen, festen Versprechungen machen, sondern sagen, wir tappen etwas im Dunkeln, wir tun das, was wir jetzt momentan verantworten können, aber wir können nicht einfach so weit gehen, jetzt so die ganze Gesellschaft zu ihren Untertanen zu machen. Die Freiheitsrechte, die Menschenrechte sind ja Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Und deshalb ist es höchst problematisch, dass diejenigen, die Mächtigen, gegen die Abwehrrechte formuliert worden sind und die zur Natur des Menschen gehören, dass sie selber bestimmen, wann und wie weit Grundrechte eingegrenzt oder sogar aufgehoben werden. Und leider ist eben auch auf unsere Gerichte und Verfassungsgerichte kein Verlass mehr, weil eben die Personen auch gleich wieder von diesen selben Politikern ernannt werden, von ihnen abhängig sind und weil einfach so sehr wir die Dreiteilung der politischen Gewalten befürworten, doch leider feststellen müssen, dass es in der Praxis leider sehr hapert. Die Gerichte müssen wirklich unabhängig sein und nach Gerecht und Gerechtigkeit urteilen und nicht nach gesellschaftlichen Trend, nach den gesellschaftlichen Meinungen, die sie durchsetzen wollen. Natürlich ist eben auch in den Universitäten, bis in die juristischen Fakultäten hinein, die feministische Ideologie, Emanzipationsideologie, LGBT-Ideologie, die Agenda des Big Reset so dominant und die Leute werden so unter Druck gesetzt. Freies Denken wird ja behindert und bestraft durch das Pensiero Unico, durch das Einheitsdenken, Political Correctness, Cancel Culture und wie alle diese ja praktisch neofaschistischen Maßnahmen, neokommunistischen Maßnahmen, totalitären Denkweisen genannt werden. Leider sind eben doch eben gerade in den Universitäten, in den öffentlichen Institutionen, in den Massenmedien, in der Presse, ist diese Denkweise zu Hause. Und es kann eigentlich kaum ein Journalist jetzt frei berichten, sondern er wird, wenn er nicht sozusagen in die Erwartungshaltung sich einfügt, wird er gekündigt oder wird einfach von den Kollegen so unter Druck gesetzt, dass er freiwillig sich zurückzieht. Also insofern ist diese Krise nicht nur eine gesundheitliche Krise, sondern auch eine Krise der Demokratie, der Freiheit des Denkens. Und es kann eigentlich kaum erwartet werden, dass Leute von diesem Zuschnitt der Forbes-Liste der reichsten Männer der Welt, dass die sozusagen die Erlöser der Welt sein können, die Funktion der Philosoph, der Philosophie oder der Theologie übernehmen, ein Menschenbild vortragen und als alleinherrschend vortragen, das eben nur auf Konsum und Profit ausgerichtet ist und eben nichts mehr mit der Würde des Menschen zu tun hat, der von Gott geschaffen ist zur Freiheit und zur Vernunft. Ich glaube, das ist eine persönliche Meinung. Wir sollten einfach das Bischofsamt nicht dazu benutzen, sozusagen moralischen Druck auszuüben. Das Bischofsamt ist dazu da, das Evangelium zu verkünden und auch die ethischen Prinzipien in die Öffentlichkeit hinein zu sagen. Der Kampf für das Leben, gegen Abtreibung, gegen Euthanasie, das sind Tötung der alten Menschen, weil sie nicht mehr gebraucht werden, angeblich keinen Sinn mehr haben, wenn sie nicht im Lebensgenuss teilhaben. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen die Kirche und die ganze Gesellschaft steht. Und darauf müsste man sich konzentrieren und nicht sozusagen moralisch das noch bemänteln, was die Politiker oft auch versiebt und vergeigt haben. Ist auch keine moralische Pflicht. Die Demokratien, Volksdemokratien, die haben ja eben auch die allgemeine Wehrpflicht eingeführt,
Er hat gesagt, muss das Volk verteidigt werden, oder wenn Napoleon Russland angreift, dann muss die ganze französische Nation hinter ihm stehen. Aber jetzt wir in unseren modernen demokratischen Staaten haben gesagt, es gibt auch eine Pflicht, irgendwie das Vaterland zu verteidigen. Aber der Einzelne muss das mit seinem Gewissen entscheiden, ob er das Vaterland verteidigt mit Waffengewalt oder ob er sagt, ja, ich kann es nicht für mich und meinem Gewissen verantworten, dass ich auf einen anderen Menschen schieße. Ne? Also hier haben wir auch den Gewissensvorbehalt und der muss sich jetzt auch auf diese Frage der Pflichtimpfung beziehen, weil eben auch die ganzen Voraussetzungen nicht klar sind, die Nebenwirkungen, die Gesundheitsfolgen, was jetzt der Einzelne tut. Ich glaube, das muss er mit seinem persönlichen Arzt besprechen können. Und das kann eigentlich eine gesundheitliche Situation nicht letztlich von Politikern entschieden werden, die eben genauso wenig Ahnung haben von Medizin und der Pharmazie wie jeder Bischof. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein Bischof jetzt unmittelbar medizinische Kenntnisse hat oder auch als Virologe tätig sind. Hier sind wir auch auf die Fachleute angewiesen. Und müssen die moralischen Pflichten, die sich für uns auch als Bürger ergeben, eben doch sehr genau abwägen und auch in Beziehung setzen zu unserem Gewissen und das Gewissen unter Druck zu setzen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir wollen die Gewissen bilden, sodass jeder Mensch in der Freiheit vor Gott in seinem Gewissen seine Entscheidung treffen kann. Ja, ich kenne ihn persönlich nicht und kann natürlich auch persönlich nichts jetzt in der Öffentlichkeit für oder gegen jemand sagen. Das ist ja nicht die Aufgabe eines Seelsorgers. Aber es ist ja sehr gut, wenn Menschen sich in der Politik auch zu ihrem katholischen Glauben bekennen. Und daraus sollte aber auch folgen, dass man sich in den katholischen Prinzipien entsprechend verhält. Nicht, erwarten wir nicht, dass die katholischen Politiker, katholische Lobbyarbeit machen für die Kirche, sondern die allgemeinen Grundprinzipien der Moral, der allgemeinen für alle geltenden Moral, das sittliche, natürliche Sittengesetz zur Anwendung bringen, so wie auch die Konstitution Gaudium et Spes in Pastoralkonstitution über die Kirchen der Welt von heute sagt, das Engagement der Christen, auch der Politiker und viele andere im öffentlichen Leben, muss eben aus christlichem Geist gestaltet sein, Respekt vor dem Nächsten, Verteidigung der grundlegenden Menschenrechte und auch Engagement für eine Demokratie, die aber nicht sagt, das ist gut, was die Mehrheit sagt, sondern die Mehrheit soll das tun, was gut ist. In diesem Sinne ist das Engagement sehr gut. Aber es wäre natürlich auch wichtig, dass katholische Politiker sich schulen lassen und nicht etwa wie Biden in den USA sich das Zertifikat vom Papst ausstellen lassen, es sei ein guter Katholik, aber in Wirklichkeit dann das Leben von vielen Ungeborenen dem Mord aussetzt und die eben sich nicht dagegen einsetzt, sondern positiv dafür einsetzt, dass junge Menschen im Mutterleib brutal ermordet werden können. Das ist eben das Gegenteil von katholisch. Und wenn man zur Heiligen Kommunion geht, ist man mit Christus vereint und kann nur für das Leben sein und kann nichts Böses tun. Ja, das ist legitime Recht jedes Bürgers einer Demokratie, gegen Maßnahmen der Regierung die Stimme zu erheben. Muss natürlich auch
gewährleistet sein, dass das nicht neues Unrecht durch Gewaltmaßnahmen, Verletzungen von Leuten passiert, in der Tat, aber auch nicht in Worten. Man muss natürlich auch in Worten, Gedanken und in Werken in unserer Reaktion sich auch christlich verhalten. Und wir sind ja in besonderer Weise verpflichtet, unsere Vorstellungen, unsere Meinungen oder unseren Glauben so vorzutragen, dass nicht weitere Spaltung entsteht. Für fest und gewiss erkennen wir unseren Glauben. Wir leiden auch bis zum Martyrium. Für unseren Glauben müssen manches Böse an Worten einstecken. Aber wir wollen ja nicht sozusagen wie unsere Gegner handeln. Wir müssen ja unsere Feinde lieben. Bis dorthin geht es ja. Und deshalb wäre es wichtig, einerseits ganz klar die eigene Position mit Argumenten zu vertreten und sich des eigenen Bürgerrechts bewusst zu sein. Andererseits aber auch die eigenen Maßnahmen so zu gestalten, dass sie nicht auch den anderen jetzt wieder zum Vorwurf werden, dass sich das nicht hochschaukelt. Lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun, das ist ja unsere Maßgabe. Aber auf jeden Fall hat jeder Bürger, ob Christ oder Nicht-Christ, Katholik, Nicht-Katholik, grundsätzlich das Recht, sich gegen Maßnahmen der Regierung aufzulehnen. Und keine Regierung, die sich demokratisch nennt, kann behaupten, dass ihre Maßnahmen sozusagen von metaphysischer Notwendigkeit sind, heilsgeschichtlich abgesegnet wären, mit göttlicher Autorität versehen sind, sondern die kochen eben auch nur mit Wasser, wie jeder andere auch, der eine andere Position vertritt. Und deshalb muss man auch die Regierung zur Mäßigung aufrufen. Und Politiker haben immer, dass hier um die Macht geht, die Versuchung, auch die Macht zu missbrauchen. Die Mächtigen missbrauchen ihre Macht oft auch. Und da kann man nicht einfach sagen, wir sind eine Demokratie, deshalb ist alles, was wir machen, von vornherein legitimiert, sondern umgekehrt. Gerade weil wir eine Demokratie sind, muss sich die Machtausübung auch immer rechtfertigen vor dem Volk und muss sich auch dann Wahlen stellen und muss eben auch die eigene Verfassung unserer demokratischen Staaten im Westen beachten. Und diese Verfassung unserer Demokratie sagt ja nicht einfach, was die Mehrheit oder was die Politik oder was die Presse sagt, das hat so geschehen, dem hat sich jeder zu unterwerfen oder den Mund zu halten, die Augen, die Ohren und den Mund und die Nase zuzuhalten und eine Maske sich vorzubinden, sondern das heißt ja, der Staat wird von den Bürgern her aufgebaut und die Bürger stehen über den Politikern. Und unser Gewissen steht über der politischen Macht, die ja nur zeitliche Macht ist, begrenzte Macht ist, sich auf Weltliches bezieht und nicht den Menschen seinem Gewissen verpflichten kann, so wie Gott den Menschen verpflichtet, der aber unendliche Liebe ist, unendliches Leben ist. Und in Bezug auf Gott werden wir frei. In Bezug auf den Menschen müssen wir unsere Freiheit oft auch erkämpfen. Meines Erachtens gibt es keine nichtgläubigen Menschen, weil jeder Mensch, der denkt, von seiner Endlichkeit in Frage gestellt wird und in seinem Herzen sich nach dem Unendlichen, dem Ewigen, nach dem Wahren sehnt, es oft aber auch nicht finden kann, oft auch, weil die Vertreter der Kirche, des Glaubens, des Evangeliums, der Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes im Wege stehen. Aber die Wirklichkeit zeigt es, dass jeder Mensch ja weiß, dass er auch sterben muss, dass er diesen Widersinn erfährt vom Leiden, von Sterben, von Tod, von Bösen in der Welt und dass im Menschen einfach eingeboren ist, diese Sehnsucht nach
der Unendlichkeit. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, denn du hast uns auf dich hin geschaffen, sagt der heilige Augustinus. Ich glaube, das ist eine Beschreibung der Situation des Menschen, der Kondition humaine, wie Blaise Pascal sagt. Und deshalb kann man eigentlich nur jeden einladen, sich auf Christus einzulassen, der der Weg, die Wahrheit, das Leben ist das Licht für die Welt. Wer Christus als das Licht der Welt erkennt und seinen Wegen folgt, der geht nicht in der Finsternis und der wird auch nicht in der Finsternis des Todes umkommen. Also die große Einladung, das ist ja der Advent, die Vorbereitung auf die Ankunft Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Welt, auch in der Kirche. Das ist die große Botschaft von Advent und wenn auch manchmal ein bisschen in den Kitsch drückt sich doch noch aus, auch bis in die Äußerlichkeiten hinein, dass die Menschen irgendwie hoffen, dass in der Finsternis ein Licht aufleuchtet. Deshalb jeder fühlt sich angesprochen von dem Weihnachtslicht.